Ah, der neue Lack schaut gut aus. User left your channel. Ja, gell? Schau mal, wie er draußen ausschaut. Geht's ihm gut? Chefin? Chefin? Geht's ihm gut? Chefin? Sagen Sie was. Machen Sie doch nicht neben dem Auto und Flickflack. User left your channel. Hallo. Moin. Der Herr Grease hat angerufen. User joined your channel. Hier? Der hat angerufen, wir sollen kommen. Aber für was? Wann? Ich rufe nochmal an. Ach ja, übrigens. Puppe! Wir sind, Winter hier, wir stehen jetzt an dem Ort. Das ja, ich bin gleich da. Ja, genau. Ich bin gleich da. Alles klar, ciao. Danke. Kommt gleich. Ist das ein neues Auto aus? Ja, okay. Ja, war ein bisschen was Schwierigeres, deswegen sind auch fast alle da. Ach ja, ihr dürft wieder zu uns kommen. Ja. Weiß. Verdammt, wieso weiß das halt nicht jeder vor... Alles gut. Natürlich wissen wir das zuerst. Ich vermute mal, es war ein Funkspruch. Wir haben oder zuerst ein kleines Freudentänzchen aufgeführt. Glaube ich. Okay. Das sieht doch aus wie Corbin. Da steht aber ganz schön krasse Autos drin. Hast du schon mal gesehen, was um die Ecke steht an Polizeiautos noch? Nö. Bleiben wir überhaupt. Wo bleibt der Sack jetzt? Wenn wir ins Auto eine Streife fährt vorne weg, das sind wir mit dem SUV und die eine Streife fährt hinten. Aber weg. Wieso wird Korbel eskortiert? Ihr fahrt uns einfach mit dem SUV in der Erde. Warte, rufe ich jetzt mal an. User joined your channel. User joined your channel. Ja. Geht's dir gut? Ja, bitte. Wir haben dich gerade in den Krankenwagen einstellen gesehen. Was ist los? Ja. Wurde wieder mal als Geisel festgehalten. User left your channel. Als Geisel? Ja, letztens erst entführt. Jetzt als Geisel, ich weiß nicht, was mit den Leuten nicht stimmt. Oh Mann. Das stimmt mit den Leuten nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich war gerade also da Breeze, der hat mir so sein neues, seinen neuen Laden gezeigt. Ja. Wir wollten über die Ellie sprechen. Ja, und da kamen 30 komischen Gestalten da reingestürmt. Oha. Dann pass mal auf dich auf. Ja, der. Gib mein Bestes. Den Ehenabschlüber, ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Ich glaube, den Ehenabschlüber erkannt an seiner Stimme. Mir fällt aber der Name noch nicht ein. Okay. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Muss ich überlegen. Aber verletzt bist du nicht, oder? Bitte? Verletzt bist du nicht, oder? Ja, nee, ich habe bloß einen leichten Deadshot diesmal kassiert. Oh Mann. Das geht. Ich sag mal so, die Metallplatte hält eigentlich schon immer viel ab. Die muss bloß neuerdings viel aushalten. Du ziehst die Scheiße aber auch irgendwie an. Ja, ich kann auch nichts dafür. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich nur ganz normal wegen der Ellie sprechen. Und, ja. Ja, du wolltest dann, ja eigentlich auch. Hat mir ja gesagt, dass wir uns treffen wollten wegen Quatschen und so. Ja, genau, deswegen. So. Aber. Es ist einfach. Es ist nicht mehr zu fassen. Junger Mann. Achso, ja gut. Meld dich einfach, wenn es dir wieder besser geht oder wenn du abgeholt werden musst. Ja, das würde ich dann machen, wenn das okay ist. Bis dann, ciao. Okay, Dankeschön, tschüss. Servus. Hallo. Kann man euch helfen?
Wir warten auf den Hybris. Ach so, okay. Alles klar. Gut, dann schönen Abend. Das wird Zeit. Aber das wird euch noch schöner, oder? Ich mag es dann nicht mehr. Ich reiße es dann irgendjemandem den Kopf ab. Oh Gott, du guckst immer so böse. Haben die eine Jukebox, ne Alte? Geil. Wow. Mir haut's gerade weg. Guck dir mal den Tisch an. Ich hab ein fucking Aquarium in der Wand. Wow. Frau Rossi? Ja? Darf ich auch bei Ihnen ins Büro? Ich bin gerade irgendwie... ich habe kein Büro. haben wir ein Büro? Was machst du denn da? Wir haben kein Büro. Das sag ich doch. Wir haben keins. Also der... wie ist der Tisch da hier in dem Aufenthaltsraum? Der ist schon leicht anstößig. Ich bin gerade von dem Aquarium begeistert, aber das geht mir gut. Das ist halt genau jeder, der sagt, dass das Ding echt abstößig ist. Ich anstößig, weiß. Nicht abstößig. Sag ich doch. Ich weiß, kann ich aber nichts ändern. Wir müssen jetzt echt mal weiter, wir müssen wieder in die Werkstatt. Frau Rossi, Rechnung bekommen? Ja, ich hab sie gezogen. Ja, tipptopp. Dann müssten wir jetzt schnell noch in die Werkstatt. Ich würde mitkommen. Ja. Ich frage schnell, was der Herr möchte und sag ihm, dass ich gleich da bin. Ah, endlich komme ich mein Ziel näher, Alter. Was auf uns wartet. Frau Rossi! Rossi! Oh. Ich kann hier nicht mal Tagträumen mehr. Ah, der neue Lack schaut gut aus. User left your channel. Ja, gell? Schau mal, wie er draußen ausschaut. Geht's Ihnen gut? Chefin? Chefin? Geht's Ihnen gut? Chefin? Sagen Sie was. Machen Sie doch nicht neben dem Auto einen Flickflack. Was ist los mit Ihnen? Ich bin heute etwas tollpatschig, es tut mir leid, alles gut. Okay. Jetzt schön ab. Verletzt? Oh Gott, meine Beine sind halt irgendwie... Nee. User joined your channel. Ja, ganz gefährlich aus. Oh. Kann ich gerne machen, ja. Dann bis später. Bis später. Also jetzt nochmal. Fahren wir erst umziehen und holen dann den Abschlepper, weil ich hab den schon da vorne gepackt. Fahren wir... uns erst mit dem Schlepper umziehen. Okay. Macht mehr Sinn, ja. Wo fahren wir oben rauf, runter? Ich kann auch gerne oben, weil dann kann ich nicht mein... Ich will gerne mein Auto mitnehmen, falls es ist. Hast du die Explosion gehört? Ja, hört sich nach Arbeit gleich an. Aha. Du Scheiße, ey. Wie war das? Wir dürfen uns nichts vornehmen? Ich würde schon mal zu meinem Auto laufen. Okay. Oder ich fahre mit dem, das ist gleich besser. Ne. Soll ich vielleicht doch einen auf die Rocky-Kehre machen? Mach halt. Wo ist denn das? Was mache ich denn? Weiß nicht. Das ist auch nicht, ich wollte eigentlich da zurück. Oh. Ja, gut. Schaut sexy aus. Machen wir aber... Nichts drunter. Doch, bisschen was schon noch, aber ist doch dieses eine. User left your channel. Passt doch zurück hier zu dem Event. Ich habe ja auch schon mal überlegt, ein Abschleppunternehmen zu eröffnen. Ja, aber die andere Art, oder? Die andere Art. Hi. Was willst du trinken? Das lass mich erstmal ankommen. Ja, okay. Die erste Runde geht auf mich. Okay. Schleimer. Was gibt's denn überhaupt? Also da Sam habe ich eine Coke und Rum. Ein was? Rum mit Coca-Cola. Auch das sieht doch gut an. Doch? Ja, irgendwie Rum mit Coke. Aber gut, da echt ich mal schnell meine Cola weg hier.
Jo. Rein. Markrose, das auch, weißt du das? Auf die Hacken. Die ist auf Bereitschaft. Oh, scheiße, ich bin auch bereit. Vielleicht ein Bier. Einfach ein normales Bier. Okay. Das geht dann schon noch mit fahren. Du hast nichts dabei, Waffen oder Messer oder sonst irgendwas, ne? Nö, nur mein Aussehen. Ah, das ist gut. Das reicht als Waffe, ne? User left your channel. Bin gleich wieder da. Ah, oh. Schöner Ausweis. Hm. Ist drin. Oh. Ja, hier war sie. Ja, wir stehen vor dem Bahama. Was? Hm? Wie sagt du, hast das Handy aus? Ich? Ich glaube, die hat immer noch die falsche Nummer. Die hat die 258. Ja, aber. Warte mal. Ja, ja hier, Rossi. Kannst du mein Auto jetzt ausmachen? Warte mal, was ist das jetzt? Die 673, die Frau macht mich verrückt. Ja, Frau Winter, hallo. Ich grüße Sie. Schönes Kleid. Ja. So, ich leg's wieder rein, ja? Ja, bitte. Oh, ich hab halt irgendwie so. Nee. Heute ist nicht mein Tag. Da, schau mal, muss er im Kofferraum bitte liegen. Danke. Als wenn die Kurve noch einmal anruft. Ja, das wäre gut, wenn du mich anrufen kannst. Schauen wir mal, nein, oder? Heidi, du bist schuld, du hast dir die Nummer von der Leitstelle gegeben. Ich kann nichts dafür. Hast du irgendwelche Waffen dabei, Alkohol oder sonst irgendwas? Ich hätte eine Taschenlampe, soll ich die ins Auto legen? Warte mal. Abby wollte dir nur sagen, dass bei Corbin alles okay ist. Die ja, reicht nicht. Typisch. Ey, ruf mal Spaß, wenn die 258 an, dass die Leitstelle aus ist. Sonst müssen wir nochmal schnell hin. Immer nur am Arbeiten. Was? Ossi ist nur am Arbeiten. Nein, was Ossi? Ja, einfach mal die Leitstelle anrufen, ne, dass die Leitstelle aus ist. Eieieiei. Und das so nah am PD. Nö, war schon. Dann hat sie mich die ganze Zeit angerufen. Jetzt mag ich aber rein. Ich hab. Ja. Alter, jetzt reicht's! Ja. So, darf ich rein? Ja. Ja, klar. Okay, komm rein. Aber Stress gibt's noch Bescheid. Ich freue mich drauf. Jo, ich halt die Augen auf. Ja. Den habe ich noch nie auf einer Party gesehen. Jetzt machst du Hallo. Mal los. Oh mein Gott. Alter Schwede. Im Kleid. Ja. Jetzt muss ich mal rumkommen. Jetzt hätte ich dich nie erwartet. Warte mal. Aber steht hier. User joined your channel. Okay. Hallo. Die verkommen ja halt tot. Ja. Ja. Läuft mal hier. Siehst gut aus. Mann. Ja, aber der steht dir echt gut. Ich bin aber echt nicht lange hier, weil wir auf Bereitschaft sind. Irgendwie wäre fertig wieder Schlepper. Ja. Hab ich immer noch in der Tasche. Jo, Eli? Ja. Warte doch mal. Dreh dich mal um. Jo. Bitte. Oh, danke schön. Ja, wir warten, Kamerad. Ich muss alles verstehen. Ja, nichts. So, danke. Eli, du siehst echt gut aus. muss ich schon sagen. Auf jeden Fall ein krasser Wandel von den Arbeitsklamotten zum Kleid. Auch, ja. Auch wenn man sie in Privatklamotten so kennt. Aber gucken. Hallo, ich glaube, ich habe sie noch nie in Privatklamotten gesehen. Und ihre Haut strahlt hier drin. Wow. Bin ich wieder da. Ich bin einfach strahlend, ja. Wenn ich mich jetzt obenrum ausziehe, dann strahle ich genauso, aber das mache ich nicht. Hey, Toast Buddies for Life. Der ist gut. High five. Ich schau mal kurz mal rein. Mach das. Wo ist ein Chase nämlich? Der kommt später. Ich denke mal so in einer Stunde. Aber was jetzt los? Mach das. My user left your channel. Wer das schreit jetzt wieder? Hi. Herzlich willkommen.
einfach vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick. Ich bin gerade so krass zerrissen. Krasse Scheiße. Normale Bombenkohle oder der Special? User left your channel. Huch. Dann zum Wohl auf euch, auf die neue Öffnung. Prost. Lass es dir schmecken. Was hast du leckeres? Ein Bier habe ich. Oh. Habe ich ausgegeben bekommen, also ich kann noch nichts über die Preise sagen. Ich glaube, das wird ein Frauenproblem werden, aber. Ich möchte mich jetzt nicht beschweren. Hayley, das liegt wohl an deinem Kleid. Und ich strahle, deswegen. Deine Haare sind sehr strahlend, ja. Ja, nicht nur die Haare, die Jacke auch. Hallo, mein ganzer Körper hier strahlt, was willst du? Das stimmt, stimmt, du gewinnst. Das ist toasty. So, Hallöchen, mein Hallo. Bitte, schnell musst du unten Grocery Street was abschleppen. Ah, okay. Falls ihr, ich schreibe einen Pilz gerade noch, falls er das Auto abholen will, soll er sich bei mir oder bei dir melden. Hier kriegst du Drinks zugesteckt. Erst von unserem Praktikanten. Ja, der hat mir auch schon gerade was gegeben. Von dem langhaarigen Blonden da von Hermann. Okay. Sollen wir ein bisschen tanzen? Auf jeden Fall, jeder fragt mich, wo Jason ist. So. Hallo. Oh, hi. Hast du gerade einen Schluck getrunken? Ich, ja. Ich habe jetzt schon gedacht. Ich bin mir echt verschuldig. Was? Ich bin mir echt verschuldig. User joined your channel. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Die Frau im Kleid hatte ich auch nicht gerechnet. Hi. Nee. Hi. Hübsch, hübsch. Oh, alles gut bei dir? Hi, Peter. Okay. Ja, ja. Ich sehe ihn heute nicht mehr. Okay. Warum? Ich habe doch gesagt, ich komme. Es war später, aber ich habe dich jetzt fast nicht erkannt mit dem Cowboy-Hut. Obwohl ich den eigentlich schon die ganze Woche aufhab. Ich wollte gerade sagen, der hat ihn jetzt ziemlich oft geöffnet. Ich muss gleich nochmal mit Checks schwatzen. Verdammt. Mhm. Checks seine Jungs, die latschen mir zu viel rein und raus. Wenn die jetzt hier alle 5 Minuten rein und raus latschen, werden die dann auch jedes Mal kontrolliert. Das ist mir scheißegal. Ja. Wir haben gesagt, die Farbenleute werden aber kontrolliert. Ja. Hi. 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 Oha. Oha. Aber ich geh mich nochmal kurz umgucken, gell? Schick siehst du aus. Du wunderschöne Frau, hallo, im Kleidchen. Wie viel Knete ist noch im Kühlschrank? Was hat der ganze Spaß gekostet? Nova. Nova? Hm? Oder was hast du gesagt? Ich hab hallo gesagt. Hi. Guten Abend, die Damen. Guten Abend. Na, alles gut bei euch? Jo. Jo. Aber ich wollte es eh raus, und kurz eine rauchen. Ja, ich schau mal rein. Jo, viel Spaß. Dann schauen wir denn. Ciao. Bis später. Abend. Abend. Hättest du sagen können, aber wie, du hast keine Tasche dann. Dann musst du leider wieder gehen.
Tachtidang. Ja? Alles fresh? Ja, so wollte schon. Sag mal, habt ihr zu viele Kolle gesehen? Nee. Der war heute mal bei uns. Der wollte eigentlich auch noch herkommen, aber gemeint. Ja, ja. Der war ja vorhin hier, der hat die ganze Kohle einstecken, hat Mosi gemacht. Du war ein Besowski bis jetzt. Keine Ahnung. Ich hab nicht mal eine Nummer von ihm, wenn ich ehrlich bin. Kann der mal kurz anrufen, dass der gebraucht wird hier. Ist nicht erreichbar. Noch klasse. Ja. Braucht ihr was, oder? Hey, nö, nö, ich krieg nur noch Kohle. Hallo, Meister, ich krieg nur noch Kohle. Das kann man morgen oder übermorgen auch machen. Ich meine nur. Wisst ihr, wo Kalle ist? Ja. Nee, ist und morgen, nicht das den suche ich auch gerade. Ja, sind ja auch noch Leute. Ich vermisse 4 große Scheinchen. Ah, guck mal, da kommt ja, hier. Und 1,2 davon kannst du mir gleich geben. Nee, ja? Also, nein, ja, die können. Deswegen suche ich ihn genauso, weil. Das sollte heute Mittag schon bezahlt werden. Deswegen. Ich habe genügend reingelegt. Ja, das weiß ich ja von Mosi, dass ja, du die und Kohle an Kalle gegeben hast. Nee, ich habe sie in den Schrank gelegt, dass eigentlich Mosi rankommt und Rainer drankommt. Ich habe sie nicht Kalle gegeben. Ach nee. Nee. Das ist nicht dein das Ernst, oder? Steht aber auch beiden in der SMS. Ich habe auch gerade nachgerechnet mit allen. Wir haben 7.000 ausgegeben, es fehlen 4.